Die Märkte waren gestern wieder erleichtert, weil die Headline-Inflation CPI so ein Ticken niedriger war als erwartet, wobei die Flüsterschätzungen eh davon ausgingen, dass es dann so kommen würde, wie es dann gekommen ist. Aber sei es drum, aber wenn man sich die Daten mal genauer anschaut, dann zeigt sich, da gibt es eigentlich keinerlei Grund zur Beruhigung für die US-Notenbank Fed, denn da, wo die Inflation zurückgeht, gibt es andere Bereiche, wo sie wieder deutlich steigt. Das ist sozusagen etwas, was darauf hindeutet, dass das Problem schließlich nicht im Griff ist, und deswegen kann sich die Fed eigentlich heute nicht erlauben, zu sehr dovish zu sein, sondern sie dürfte versuchen, hier weiter eine hawkische Rhetorik vor allem durch die Dotplots zu unterstreichen, also durch die Zinsprojektionen, die heute ja fällig sind. Die Fed wird heute Wirtschafts- und Inflationsprognosen geben und eben die Dotplots. Also das ist eine große Sitzung, es sind ja immer nur 4 Sitzungen im Jahr, März, Juni, September und Dezember, wo diese großen, wo der ganze Apparat mit den Inflationsprognosen und so weiter dabei ist, und deswegen wird das heute sehr entscheidend, wie die Fed versucht zu kommunizieren, wie dann auch Jerome Powell die Dinge formulieren wird. Hier zunächst mal das, was letztendlich dann rausgekommen ist. Die Zahlen haben Sie vielleicht noch im Blick. Wir sehen vor allem die Kerninflation bei 5,3% zum Vorjahresmonat. Energie, das ist die Kurzzusammenfassung, war der große Treiber und der schwächeren Inflation oder der schwächeren Headline-Inflation. Wenn wir uns das mal anschauen hier, meine Damen und Herren, die Kerninflation, die ist im Grunde seit einem halben Jahr bei 5% und drüber. Das heißt, die Fed hat die Zinsen angehoben, aber die Inflation, die sinkt nicht. Und das, obwohl wir eigentlich durch den Basiseffekt immer höhere Hürden haben. Basiseffekt bedeutet ja, dass im Vorjahr die Inflation deutlich gestiegen ist, im Gefolge dann auch des Ukraine-Kriegs, und dann praktisch liegt die Latte immer höher. Es wird immer schwieriger, sozusagen zum Vorjahresmonat so deutlich drüber zu kommen. Aber wir sehen, das verstetigt sich im Grunde. Und wenn wir uns hier mal genauer anschauen, was da passiert ist, dann sehen wir vor allem Gasoline, Benzin minus 7,7%, Energy Commodities minus 5,6%, Energy Services und so weiter und so fort. Also dieser ganze Energiesektor, der hat die Zahlen maßgeblich nach unten gezogen. Aber schauen wir uns zum Beispiel mal Shelter an, also Unterkunft, Miete, dann sehen wir einen Anstieg von 0,6%. Im Vormonat waren wir nur bei 0,4%. Wir sehen Transport plus 0,8%, im Vormonat noch negativ. Und wir sehen vor allem Services ex Energy Services, also der Dienstleistungssektor ohne Energie, plus 6,6% zum Vorjahresmonat, 0,4% weiter gestiegen zum Vormonat. Also das ist jetzt nicht so, Food ist auch weiter gestiegen, ist also nicht so, dass jetzt die Dinge sich da unglaublich beruhigen würden. Und vor allem eins sehen wir sehen am Hausmarkt in den USA wieder eine deutliche Belebung. Hier Construction by Manufacturers in US, da sehen wir, da gibt es einen regelrechten Boom. Das erklärt auch, warum die Homebuilder-Aktien in den USA so stark gelaufen sind, und das ist natürlich dann auch wieder ein Treiber für Nachfrage, damit für Inflation. Und hier sehen wir die sogenannte Supercore. Also selbst wenn wir jetzt den Immobilien, den Hausbereich mal rausnehmen würden, das ist das, was Jerome Powell immer wieder ins Feld geführt hat, darauf achten wir stark. Supercore heißt einfach Inflation minus Nahrung minus Energie und Hausmarkt, Immobilienmarkt. Da waren wir jetzt bei plus 0,24% im Mai. Im April waren es nur 0,11%. Das heißt, wir sehen die kurzfristigen Trends, die gehen sogar wieder nach oben. Das Ganze wird ein bisschen kaschiert durch Energie hier. Diese Supercore ist zwar jetzt auf 4,6% zurückgegangen zum Vorjahr, aber das liegt eben daran, dass die Latte höher gelegen hat. Das ist der niedrigste Wert seit 2022, aber wie gesagt, die kurzfristigen Trends, die zeigen wieder nach oben. Und hier sehen wir jetzt ein Muster. Es waren ja die Güter praktisch bereits in der Deflation, die Güterpreise und oder Richtung Deflation unterwegs. Jetzt sehen wir, dass es da sozusagen eine kleine Umdrehung gibt. Die Güterpreise sind wieder gestiegen. Services hat den Anstieg verlangsamt. Also es kommt irgendwie da, wo du ein Feuer austrittst, kommt das andere Feuer wieder zum Lodern. Und dementsprechend ist sozusagen die Betrachtung der gestrigen Inflationsdaten, naja, nicht sehr wirklich eindeutig, dass man sagen kann, naja, jetzt ist das Inflationsproblem gelöst, was ja einige dann hier vermuten. Die Konsensprognose für nächsten Monat CPI liegt ja, glaube ich, bei 3,2 oder 3,3%. However, jedenfalls ist jetzt die Wahrscheinlichkeit gering, dass die Fed heute die Zinsen anhebt, aber sie wird sich auf jeden Fall, denke ich, die Tür offen halten und signalisieren, hey, die Inflation ist nach wie vor zu hoch. Die Optionen übrigens, der Optionsmarkt, der preist übrigens nur eine Bewegung von 0,81% ein nach der
FED-Sitzung und der Pressekonferenz oder im Gefolge im Zusammenhang mit den FED-Ereignissen heute niedrigster Wert seit November 2021. Davor haben wir nochmal Erzeugerpreise aus den USA. Hier sehen wir die Wahrscheinlichkeit für eine Zinsanhebung zunächst mal 10% jetzt, also sehr unwahrscheinlich. Wir haben die Erzeugerpreise heute, die könnten minus 0,1% in der Headline-Zahl fallen, in der Kernrate allerdings 0,2% steigen. Da gab es ja zuletzt mal einen Monat, wo das sehr deutlich zurückgegangen ist, und all das führt zur Frage: Pause oder ist das der Gipfel? Sehr wahrscheinlich wird die FED ja heute eben diese Pause einlegen, aber war es die letzte Zinsanhebung, die wir zuletzt gesehen haben, oder kommt noch mehr? Hier sagte die Commerzbank zum Beispiel, also die FED wird sich die Tür offen halten, aber wir gehen davon aus, so die COBA, dass sie ihren Worten keine Taten folgen lassen würde, da sich die Wachstumsaussichten durch die straffere Geldpolitik tendenziell weiter eintrüben dürften. Der neue Dot-Plot stellt allerdings ein hawkisches Risiko dar, da der aktuelle Median-Dot-Plot ein weitgehend stabiles Zinsniveau von 5,125% zeigt. Das heißt, ich hatte ja vorhin gesagt, diese Dotplots und diese Projektionen, die kommen alle drei Monate, März, Juni, September und Dezember, sodass die letzten Dotplots, die letzten Zinserwartungen der FED-Mitglieder, also wie die die Zinsentwicklung selber sehen, schon ein bisschen veraltet sind. Jetzt sehen wir, ja, die Inflation ist zurückgekommen, aber jetzt auch nicht so wirklich drastisch, sie steigt ja immer weiter, trotzdem zum Vormonat. Und hier sehen wir also, dass da möglicherweise die Dotplots nach oben geschoben werden. Das würde bedeuten, die FED-Mitglieder erwarten, dass da doch noch was passiert. Und genau dieser Ansicht kann man sein, dass eben diese Dotplots dann sehr wichtig werden für die weitere Entwicklung der Zinspolitik und natürlich dann auch für die Märkte. Core CPI weiter über 5%, und wie gesagt, Kernrate ist das, worauf die FED achtet. Energiepreise sind volatil. Jetzt hatten wir zunächst mal Anstiege, nachdem OPEC Plus gesagt haben, wir senken die Produktion. Dann ist der Preis wieder runtergekommen. Gestern sind wir, glaube ich, gestiegen, vor allem weil auch China versucht jetzt seinen Immobiliensektor zu pushen. Das hat dann Rohstoffe ein bisschen nach oben gebracht. Der Markt hat jetzt übrigens auch jede Zinssenkung ausgepreist für dieses Jahr. Und erstaunlich ist, dass gestern ja die Renditen gestiegen sind für US-Staatsanleihen. Wenn man jetzt also eine Zahl bekommt, die Inflationszahl, die darauf hindeutet, dass die FED jetzt auf jeden Fall pausieren wird im Juni, warum steigen dann die Renditen? Wir sehen die 5-Jährige jetzt über 4% und das erste Mal über diesem Niveau seit 10. März, die 2-Jährigen US-Anleiherenditen, höchster Stand seit März. Also das ist schon ziemlich erstaunlich, was da passiert. Es ist auch so, dass jetzt die Erwartung, dass die FED fertig ist mit den Zinsen, bei den befragten Fondsmanagern der Bank of America sogar weiter gestiegen ist. Also sie gehen nicht auf mehr Leute gehen nicht gehen davon aus, dass die FED nicht fertig ist, so muss es heißen. Und schauen wir uns mal faktisch an, was über die letzten 3 Jahre passiert ist. Die Löhne 12,5% gestiegen, aber Essenspreise zum Beispiel 19,2%, Mieten oder Shelter 16,4%, neue Autos 21,8%, Actual Rents, also Mieten 22,8%, Elektrizität 23,7%. Wir haben auch gesehen, Used Car Prices, also Gebrauchtwagen und so weiter und so fort. Benzin auch 85,7%. Und ich hatte heute Morgen ein Interview mit einem US-Forscher gehört, der sagte also, das fühlt sich anders an, diese Abschwächung der Inflation. Faktisch, sagt er, ist gerade im Bereich Ausbildung, gerade im Bereich Food, im Bereich Essen, ist die Inflation zu niedrig gemeldet. Er sagt wahrscheinlich nicht absichtlich, sondern das ist sozusagen einfach eine Frage, wie man diesen Warenkorb zusammensetzt. Die faktischen Kosten, sagt er, sind höher für die Familien, als das ausgewiesen wird. Aber jetzt haben wir ja die Situation, die FED wird die Zinsen bald auf Null senken, wie wir alle wissen, was die Märkte ja richtig antizipiert haben. Jetzt sagt man, wir sind in einem neuen Bullenmarkt. Okay, der S&P ist also seit dem Tief im Oktober über 20% gestiegen. Jetzt kommt die Everything Else Catch-Up Trade Bubble. Das heißt, das, was bisher nicht so gut gelaufen ist, das wird nach oben gekauft jetzt. Russell 2000, dieser Nebenwerteindex mit den Banken. Hier sehen wir natürlich unten den Nasdaq zum Russell. Der Russell gestern wieder stärker als der Nasdaq. Also wieder die Rotation. Beide natürlich im Plus, aber der Nasdaq stärker. Und
Ja, es macht natürlich Sinn, die 7 großen KI-Aktien zu kaufen, nachdem die Inflation auf nur 4,0% fällt und die Kerninflation auf 5,3% fällt, dass man dann solche KI-Aktien kauft, die in 6 Monaten bereits 100% gestiegen sind. Das macht absolut Sinn. Das ist logisch. Hier sehen wir nochmal gestern hier den Verlauf. Wir sehen den Nasdaq, Dow Jones etwas schwächer, Russell am stärksten. Wir sehen den VIX, der vorher aus dieser Falling Wedge ausgebrochen war, ein bisschen wieder zurückkommend. Wir sehen aber jetzt, wenn wir uns mal die Stimmung anschauen, nicht nur bei den Privatinvestoren, die ja maßgeblich gestiegen ist, Vermögensverwalter, ziemlich reingegangen. Hier gibt es ein Net Bullish Sentiment für Retail und Institutional, also praktisch für Privatanleger und Institutionelle. Und da sehen wir, da sind wir jetzt sehr schnell sehr hochgeschossen. Während im Oktober die Stimmung total bärisch war, ist die Stimmung jetzt sehr, sehr bullish. Das sehen wir im Fear and Greed Index bei 80 der S&P 500, laut der Bespoke so überkauft wie seit Anfang 2017 nicht mehr. Und dann haben wir so Aktien wie Tesla, 13 Sessions in Folge. Ein Positivanstieg über 40% oder roundabout 40%, IBM gestiegen 20, in 20 der letzten 22 Sitzungen, Roku 12 Tage in Folge gestiegen und so weiter und so fort. Also rein damit, rein damit. Wir sehen hier diesen Verlauf des VIX. Solche Falling Wedges können mal ganz schnell nach oben ausbrechen. Und was Sie hier unten in der Tabelle vielleicht nicht so gut sehen können, dann erzähle ich es Ihnen am besten, ist, dass ja am Freitag Verfall ist und da verfallen dann auch VIX-Optionen, also auf das Volatilitätsbarometer. Und es gibt sehr viel Open Interest von Puts über der 15er-Marke, der S&P 500, der VIX ja unter der 15er-Marke deutlich, gestern ja wieder zurückgefallen. Aber da gäbe es für die Market Maker richtig viel zu holen, wenn also der VIX am Freitag über der 15 ist, dann würden diese Puts wertlos verfallen. Also gibt es ein Interesse daran. Ich hatte schon vorher oder gestern darauf hingewiesen, Long Big Tech, der Most Crowded Trade im Mai, wurden Aktien gekauft wie never ever before. Und das, meine Damen und Herren, hier, das ist die durchschnittliche Performance an Fed-Tagen mit einer Pressekonferenz von Jerome Powell. Es ging dann meistens nach unten, muss diesmal natürlich nicht so sein zum Handelsende, aber es ist auf jeden Fall bemerkenswert, wenn wir nochmal hier zu dieser KI-Geschichte kommen. Es scheinen chinesische Firmen gewesen zu sein, die bei Nvidia jetzt massiv Grafikkarten gekauft haben. Die fürchten sehr wahrscheinlich bald weiter eintretende Sanktionen. Also deckt man sich ein mit dem, was man noch kriegen kann. Rechts sehen wir, dass Nvidia so ein bisschen wie die Kryptoblase während der Corona-Zeit aussieht. Jetzt kam übrigens ja gestern Oracle auch, die gesagt haben, ja, also diese ganze KI-Geschichte könnte dazu führen, dass wir weniger Grafikkarten brauchen, also GPUs. Das wäre für Nvidia dann nicht so eine richtig gute Nachricht. Aber wie die Dinge derzeit gelagert sind, sehen wir hier durch einen Artikel oder eine Meldung der Financial Times. Ein Startup, 4 Wochen alt, hat jetzt mal auf die Schnelle 105 Millionen Euro fundraisen können, wird mit über 240 Millionen Euro bewertet, sportlich für eine Firma, die praktisch noch gar keine Strukturen hat. Also hier sehen wir, was da der Fall ist. Anders als in den USA scheint die Inflationsthematik hier in Europa schneller abzukühlen. Warum? Weil die Wirtschaft viel schlechter läuft. Vergleichen Sie mal die Daten aus der Eurozone mit denen aus den USA, viel schlechter. Economic Surprise Index USA zu Euro ist hier ganz eindeutig. Hier sehen wir jetzt auch die Großhandelspreise 2,6% niedriger als im Vorjahr. Stärkster Rückgang seit Juli 2020. Also die Fed wird vielleicht oder wahrscheinlich pausieren, die EZB nochmal anheben. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir zuerst einen deutlichen Rückgang der Inflation sehen, aus meiner Sicht, weil wir eben auch nicht diese Stimulusmaßnahmen in dem Umfang hatten wie die Amerikaners. Meine Damen und Herren, abschließend mal jenseits von den Märkten zwei Empfehlungen von Artikeln, die eine andere Sicht der Dinge zeigen, eine Perspektive zeigen, die Sie sonst wohl kaum mitkriegen würden. Indien, starkes Konfliktpotenzial mit China, da geht es richtig zur Sache. Im Grunde führen die so einen indirekten Krieg mit Militärmanövern, mit Scharmützeln.
Und das, obwohl beide ja BRICS-Partner sind, aber natürlich strategisch, geostrategische Rivalen. Erste Empfehlung. Und zweite Empfehlung, schauen Sie sich mal an, was in Russland los ist. Da rekordniedrige Arbeitslosigkeit, weil es schlichtweg zu wenig Arbeitskräfte gibt. Das ist schon ein riesiges Problem. Die haben ein Demografieproblem, so oder so. Dann haben sie mit dem Krieg natürlich doch ein anderes Problem, dass da Arbeitskräfte fehlen. Hochinteressant, was da versucht wird, dagegen zu tun. Also diese beiden Artikelempfehlungen, 14:30 die Erzeugerpreise mal reinschauen und dann natürlich 20 Uhr die FED-Entscheidung, die wir abbilden bei Finanzmarktwelt 2030, die Pressekonferenz. Da werde ich schriftlich die Headlines geben, die wichtigsten Aussagen zeigen. Deswegen das Marktgeflüster heute natürlich vor 20 Uhr, damit Sie dann in Ruhe sich die FED anschauen können. Also Servus, ciao.